17 Menschen mit Behinderungen nehmen an dem Pilotprojekt des Landes persönliche Assistenz teil. Claudia Feil ist eine davon. Eigentlich ist eine hohe Zufriedenheit von den Menschen gegeben und deswegen werden wir dann die persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen weiter ausbauen. Mehr taugt das voll. Das Besondere an der persönlichen Assistenz ist das Miteinander. Wir sind hauptsächlich unterwegs, gehen spazieren oder fahren ins Kaffeehaus oder gehen am Abend ins Kino. Manchmal spielen wir mit der Oma. Mensch, ärger dich nicht. Wer gewinnt da eigentlich immer? Natürlich ihr. Ein zusätzlicher Gewinn für Menschen mit Behinderungen ist: Wir haben beschlossen und auch das Budget schon dafür jetzt auch gesichert, dass das weitergeführt wird, in ein Regelsystem übergeführt wird. Und daraus hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Ja, eigentlich schon. Es war von Anfang an eigentlich gegeben. Ja, da fehlt nichts.